Für mich hat der Messeauftritt zwei Aspekte. Der eine Aspekt sind die Gespräche mit Kunden, mit Partnern, die dann zu Projekten führen, zu ganz konkreten Projekten, wo hier schon der Grundstein gelegt wird für eine Zusammenarbeit. Der zweite Aspekt ist unser gemeinsamer Messeauftritt von Axions und Omexom, dass wir hier als Marken von Vinci Energies auftreten und als solche wahrgenommen werden. Und wir helfen den Kunden ja stellvertretend für alle Mitarbeiter der Omexom und Axions in Deutschland, wie die Kunden von ihren urbanen Visionen zu einer Realität kommen. Speziell macht uns, dass wir durch das Gesamtportfolio Infrastrukturintegrator und ICT-Dienstleister als ein Unternehmen auftreten. Der Showcase, ich zeige Ihnen jetzt kurz, besteht darin, dass ich jetzt mal als Servicetechniker an der Anlage dran bin, mal eine Störmeldung dazu aufmache. Zum Beispiel machen wir es mal ganz einfach, über einen QR-Code, der hier angebracht ist. Damit kommen dann im Endeffekt aus SAP alle verbundenen Daten wie Dokumentation, aber auch Störcodes, Schadenscodes, Objektcodes und so weiter herunter. Ich kann dann weiterhin auch dokumentieren, dass es sich um einen Ausfall handelt und auch zum Beispiel ein Foto machen von der Störung. Die Meldung ist jetzt angelegt und entsprechend springe ich jetzt auf die Karte und sehe jetzt auch eine rote Fahne angezeigt, das heißt, es ist eine Störung vorhanden. Was wir hier machen, ist letztendlich, dass wir all diese Sensoren mit den Informationen, die diese tragen, anzeigen können in einer nahezu Live-Datenansicht, das wir Smart City Dashboard nennen. Und ich habe hier in dieser Power BI-Ansicht die Möglichkeit, jeden einzelnen Sensorpunkt mit den Informationen, die dieser mir wiedergibt, anzuschauen. Digitalisierung ist nicht mehr nur ein Schlagwort, sondern es gibt richtig konkrete Lösungen. Wir haben hier eine gute Mischung, um möglichst viele Kunden zu erreichen. Aber wir müssen auch in Zukunft den Markt, die Kunden beobachten, um unsere Botschaften an den Markt zu schärfen. Solar Team Eindhoven developed the solar car. One part to learn, so the students learn how to build such a car. And second, the students are motivated to contribute something to sustainability. Axions contributed to this project, number one, as a financial sponsor. So they helped us enable to build this car. And secondly, they helped us with knowledge. So they helped us with the knowledge to enable the car to be connected with our strategy van, which enabled us during the World Solar Challenge to drive exactly the speed we wanted to.